Mayim Bialik sagte, ihre Jahre bei The Big Bang Theory seien trauerlastig und kompliziert gewesen und ihr Leben ist seit dem Ende der Serie genauso kompliziert. Von der Kritik an ihren Äußerungen über Impfstoffe bis hin zur Moderation von Jeopardy und einem Podcast hat Bialiks Leben einige große Veränderungen durchgemacht. Nach ihrem frühen Erfolg als Hauptdarstellerin in Blossom tat Mayim Bialik etwas Unerwartetes. Sie verließ die Unterhaltungsbranche, um einen Doktortitel in Neurowissenschaften zu erwerben. Ihren Doktortitel erhielt sie schließlich 2007. Nachdem sie 12 Jahre lang nicht mehr geschauspielert hatte, beschloss Bialik jedoch zurückzukehren, weil sie keine Krankenversicherung mehr hatte. Sie erzählte CTV, ich hatte ein Kleinkind und ein Neugeborenes und ich war Doktorandin und meine Versicherung lief aus. Das ist die wahre Geschichte und ich dachte mir, wenn ich nur hier und da ein paar Jobs bekomme, kann ich wieder eine Versicherung abschließen. Also sprach Bialik für The Big Bang Theory vor, mit dem einzigen Ziel, über die Zac Efra eine Krankenversicherung zu bekommen. You know, I had never seen it. I don't watch TV, so I had never seen The Big Bang Theory. Obwohl sie die Serie noch nie gesehen hatte, war Bialiks Vorsprechen erfolgreich und ihr wurde die Rolle von Sheldons schrulligem Liebesinteresse Amy angeboten. I didn't expect to be on a TV show, like that was not part of the plan at all. Nach Mayim Bialiks Debüt bei The Big Bang Theory wurde sie auf Episodenbasis zurückgebracht. Nach einiger Zeit in dieser instabilen Arbeitssituation begann Bialik an ihrer Langlebigkeit in der Serie zu zweifeln. Zu ihrer großen Überraschung wurde ihr jedoch bald ein regulärer Vertrag angeboten. Dies ist vor allem ihrem Kollegen Jim Parsons zu verdanken, der den Machern der Serie mitteilte, dass er Bialik als feste Mitarbeiterin in der Serie haben wollte. Er sagte auch, dass er für Bialik kämpfen würde, wenn es sein müsste. In Jessica Radloffs Buch The Big Bang Theory – The Definitive Inside Story of the Epic Hit Series sagte Parsons, das war für mich nur insofern bemerkenswert, als dass ich fast nie mit den Autoren nicht einverstanden war. Aber irgendwann hatte ich ein bestimmtes Gefühl bei der Arbeit mit Mayim, so dass ich dachte, wenn wir sie aus irgendeinem Grund aus der Serie als Figur entfernen würden, würde ich mit ihnen reden. I can't get you out of my heart. So, what I'm trying to say is, you're my heartworm. Nachdem sie diesen Vollzeitauftritt bekommen hatte, gab Bialik ihre Lehrtätigkeit im Bereich Neurowissenschaften, Klavierunterricht und ihr relativ privates Leben als Mutter auf. In Jessica Radloffs Buch gab Bialik zu, dass nicht alle Zuschauer mit der Idee einverstanden waren, dass Sheldon in die Dating-Szene einsteigt, als Amy zum ersten Mal in der Serie auftrat. Bialik sagte, es gab einige negativen Reaktionen, als ich zur Besetzung stieß, weil einige Leute Sheldon sehr ins Herz geschlossen haben und nicht wollten, dass er sich verändert oder ein kitschiger Freund wird. Als Amy jedoch als Charakter wuchs und ihre erste, echte Freundschaft mit Penny fand, begannen die Fans sich für sie zu interessieren. Auf Reddit schrieb ein Nutzer, ich denke, Amy hat sich von allen Charakteren der Serie am besten entwickelt. Ich fand sie anfangs unglaublich nervig, aber sie ist mir ans Herz gewachsen, weil die Autoren ihr so viel Tiefe verliehen haben. Amy hat sich von einem Mauerblümchen zu einer lebendigen Sonnenblume entwickelt und sie wird immer eine meiner Lieblinge bleiben. Ihre Arbeit auf dem Bildschirm kam nicht nur bei den Zuschauern gut an, sondern brachte Bialik 2012 auch ihre erste Emmy-Nominierung ein. Es folgten 3 weitere Nominierungen in den folgenden 3 Jahren. Im Jahr 2013 erlebte Mayim Bialiks Privatleben einen großen Umbruch, als sie und Michael Stone sich nach 10 Jahren Ehe scheiden ließen. Für Bialik brachte das Ende ihrer Ehe auch schwierige Gefühle mit sich, als sie das Finale von Staffel 11 drehte, in dem Amy und Sheldon den Bund der Ehe schließen. Amy mag vor Aufregung geplatzt sein, aber hinter den Kulissen fühlte sich Bialik unwohl. I tried to be married once, like I was in that position and I failed. Trotz dieser Gefühle zog Bialik die Folge durch. Und es ist möglich, dass ihre Ehe auf dem Bildschirm Bialik geholfen hat, das Gefühl des Scheiterns zu überwinden, denn ein paar Jahre später begann sie, sich mit ihrem jetzigen Freund Jonathan Cohen zu treffen. Obwohl Mayim Bialik keine Ahnung hatte, worauf sie sich einließ, als sie für die Rolle der Amy in The Big Bang Theory vorsprach, fand sie am Set von Warner Bros. Ein Zuhause. Als die Serie dann zu Ende ging, fiel es ihr schwer, das zu akzeptieren. In einem Blogbeitrag auf Grok Nation vom Februar 2019 erklärte Bialik, wie sie die 5 Phasen der Trauer durchlebte, als sich The Big Bang Theory seinem Ende näherte. Zunächst hatte Bialik Angst davor, wie ihr Leben in Zukunft aussehen würde. Sie war auch traurig darüber, dass sie wahrscheinlich den
den Kontakt zu vielen Schauspielern und Crewmitgliedern verlieren würde, nachdem sie unzählige Stunden zusammen verbracht hatten. Doch schließlich erkannte die Schauspielerin an, dass sie die Dinge nicht ändern konnte und lernte, sich auf die Zukunft einzulassen, die ihr bevorstand. In Radloffs Buch gibt Bialik zu: „Das Leben ist gewaltig und mein Leben in den Jahren bei The Big Bang Theory gehörte zu den schwierigsten und kompliziertesten Jahren für mich persönlich. Es war eine Art: Okay, was jetzt? Das musste meine Einstellung sein und das ist sie immer noch. Ich wäre froh gewesen, so lange dabei zu sein, bis die Leute nicht mehr zuschauen würden." Es dauerte nicht lange, bis Mayim Bialik zum Fernsehen zurückkehrte. 2 Jahre nach dem Ende von The Big Bang Theory begann sie als ausführende Produzentin und Hauptdarstellerin in der Sitcom Call Me Cat. In vielerlei Hinsicht ist Cat Amy sehr ähnlich. Als die Zuschauer sie in Staffel 1 kennenlernen, ist sie Single und versucht, ihren eigenen Lebensweg zu finden und sich von den Erwartungen ihrer Mutter zu lösen. Call Me Cat lief 3 Jahre lang, wurde aber im Mai 2023 nach einem Rückgang der Einschaltquoten abrupt beendet. In einem sentimentalen Instagram-Post schrieb Bialik: „Es ist so schwer, sich von gestern zu verabschieden. Wir haben während Covid viele Menschen auf eine Weise zum Lachen gebracht, die zunächst unmöglich schien. Aber mit dieser unglaublichen Besetzung wurden alle Dinge, die unmöglich schienen, möglich." Es ist nur natürlich, dass die Öffentlichkeit angesichts ihres Status als Stars einer großen Fernsehshow wie The Big Bang Theory neugierig auf das Privatleben der Darsteller ist. Im Rampenlicht zu stehen bringt jedoch einige Herausforderungen mit sich, die Mayim Bialik nur zu gut kennt. Im Laufe der Jahre hat sie mit ihrer Meinung zu bestimmten Themen, insbesondere zu Impfstoffen, viel Kritik einstecken müssen. Im Jahr 2009 enthüllte sie, dass sie ihre beiden Kinder nicht geimpft hatte, nachdem sie Nachforschungen angestellt und Gespräche mit deren Kindern Arzt geführt hatte. Kürzlich sagte Bialik, dass ihre Kinder jetzt geimpft sind, aber nicht so viele Impfungen haben wie das durchschnittliche amerikanische Kind. Auch ihre Kommentare zu anderen Themen brachten sie in die Bredouille. Dazu gehörten ihre Äußerungen, dass mächtige, böswillige Männer wie Harvey Weinstein sie übersahen, weil ihr Aussehen nicht dem Schönheitsstandard in Hollywood entsprach. Bialik entschuldigte sich später für diesen Kommentar und behauptete, sie habe Weinsteins Opfern nie das Gefühl geben wollen, dass sie aufgrund ihres Aussehens selbst Schuld an seinen Taten sein. Die Schauspielerin schrieb auf X, früher bekannt als Twitter: „Man ist nie dafür verantwortlich, dass man angegriffen wird. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich so viel Schmerz verursacht habe und ich hoffe, ihr könnt mir alle verzeihen." Als The Big Bang Theory zu Ende ging, befürchtete Mayim Bialik, den Kontakt mit ihren Freunden und Kollegen am Set zu verlieren. Doch Bialik hat es geschafft, mit ihren ehemaligen Co-Stars in Kontakt zu bleiben. So war zum Beispiel Jim Parsons der Grund dafür, dass sie die Hauptrolle in Call Me Cat bekommen hat. In der The Ellen DeGeneres Show verriet Bialik, dass Parsons sie darüber informierte, dass seine Produktionsfirma Miranda die britische Serie, auf der Call Me Cat basiert, für das amerikanische Fernsehen adaptieren würde. Zunächst dachte Bialik, er wolle sie nur über sein neuestes Projekt informieren. Sie erzählte Ellen: „Ich sagte: Nun, Jim, das scheint ein wirklich großartiges Projekt zu sein. Viel Glück, du hast mein volles Vertrauen." Und er sagte: „Nein, ich frage, weil ich möchte, dass du dabei bist." Ich war schockiert, weil ich denke, dass ich sehr nervig bin. Aber so nervig ich auch bin, er wollte offensichtlich trotzdem mit mir arbeiten. In The Big Bang Theory ist Amy diejenige, die versucht, ihre körperliche Beziehung zu Sheldon voranzutreiben. Allerdings hat sie keine Erfahrung, wenn es um Intimität geht. Da sie von ihrer Mutter behütet wurde, ist Amy ein Spätzünder, wenn es um diese Dinge geht. In ihrem Blog Grok Nations diskutierte Bialik oft über die Themen, die Amy in der Serie erlebte, einschließlich Vorstellungen von Bescheidenheit, Grenzen und mehr. Und mit der Zeit wurde der Verlag Penguin Books auf ihre Texte aufmerksam. Bialik wurde gebeten, mehr über die weibliche Erfahrung als Ganzes zu schreiben und verfasste Girling Up: How to be Strong, Smart and Spectacular. Das Buch, das 2019 veröffentlicht wurde, hat eine 4,5 Bewertung auf Amazon und war ein Hit bei den Lesern. Ein Amazon-Rezensent schrieb: „Dieses Buch ist perfekt für Sie und Ihre Tochter oder jede Frau, die ein wenig Anleitung braucht, was wir alle brauchen. Sie macht einen guten Job, indem sie alles in eine nicht wertende Perspektive stellt." Eine andere Rezensentin schrieb: „Die Autorin ist eine Mutter, aber ihre Stimme in diesem Buch ist eher die einer Mentorin, die nur das Beste für den Leser will. Sie warnen jedoch davor, dass einige der Inhalte für Jugendliche zu erwachsen sein könnten."
Nach dem Tod des langjährigen Jeopardy-Moderators Alex Trebek wechselten sich Bialik und der legendäre Kandidat Ken Jennings als Moderatoren der Sendung ab. Für Bialik war dies ein neues Umfeld und das Publikum nahm es mit Sicherheit zur Kenntnis. Seitdem Bialik den Jeopardy-Auftritt angenommen hat, hat sie viel negatives Feedback von den Zuschauern erhalten, wobei der Hauptkritikpunkt die Art und Weise ist, wie sie das Spiel vorantreibt. Ein Jeopardy-Fan schrieb auf Reddit: "Es ist ihr Rhythmus, er steht im Spiel im Weg, wie es schon von einigen Leuten gesagt wurde, Ken kennt die Antwort, Majin muss überprüfen, ob die Antwort richtig ist oder nicht. Aber es geht nicht nur um die Antworten. Die Art und Weise, wie sie das Spiel leitet, ist einfach auf eine Art und Weise stockend, die bei Ken glatt ist." Ein anderer Reddit-Nutzer sagte, sein größtes Ärgernis sei die lange Pause, die Bialik macht, bevor sie einem Teilnehmer sagt: "That is correct." Ein anderer Reddit-Nutzer ist der Meinung, dass Bialik besser für spezielle Ausgaben der Show geeignet ist, wie zum Beispiel Celebrity Jeopardy. Doch laut Michael Davis, dem ausführenden Produzenten von Jeopardy, gibt es keinen Rückgang der Einschaltquoten, wenn Bialik den Platz von Jennings einnimmt. Er erzählte Vulture: "Wenn Ken moderiert und Maje moderiert, gibt es keinen Unterschied. Es ist genau das Gleiche und das ist der größte Teil des Publikums." Im Jahr 2023 wurde Bialik für einen Emmy als herausragende Moderatorin einer Spielshow nominiert. Das bedeutet, dass sie etwas richtig macht. Inmitten ihrer laufenden Fernsehkarriere ist Mayim Bialik Gastgeberin des Podcasts Mayim Bialik's Breakdown. In diesem Podcast diskutiert Bialik mit verschiedenen Gästen, darunter ihre ehemaligen Big Bang Theory-Kollegen Melissa Rauch und Simon Helberg, über verschiedene Themen rund um die psychische Gesundheit. In jedem Gespräch werden sowohl ernste als auch witzige Aspekte ihres Lebens offenbart. Helberg spricht offen über seine Probleme mit der psychischen Gesundheit, während Rauch, ein großer Blossom-Fan, sich daran erinnert, wie sie versuchte, cool zu sein, als sie das erste Mal in Bialiks Gegenwart war. Jede Folge wird von Bialiks Freund Jonathan Cohen moderiert, der ihr half, den Podcast in der Zeit der Pandemie zu starten. Bialik sagte zu Forbes: "Mein Partner Jonathan und ich haben eine gemeinsame Leidenschaft für psychische Krankheiten und die Aufklärung über psychische Krankheiten. Also haben wir beschlossen, einen Podcast zu starten. Die Idee ist, all die Aspekte der psychischen Gesundheit zu erforschen, über die viele von uns nicht informiert werden." Bialik war vielleicht besorgt darüber, wie ihr Leben nach The Big Bang Theory aussehen würde, aber bis jetzt läuft es ziemlich gut. Sie schauspielert und führt Regie, während sie gleichzeitig aufzeigt, dass psychische Probleme nicht diskriminierend sind.